Mano, ich will den Typen weg haben. Shit. Das mit dem Zielen ist immer so eine Sache hier. Haben wir den? Nee, scheiße. Jetzt aber. Das war's für den. So, Nummer Uno ist beseitigt. Und hier ist zu. Ach scheiße, ich weiß, wie man hier reinkommt. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Wirst du so ein beschissenes Schloss aufmachen können? Der drüben ist... So, da. Scheiße, 7 Lebenspunkte, ich hasse euch. Das gibt's doch gar nicht. Hab ich den? Nee, shitte. Oh, Mann. Ach, das ist doch alles blöde hier. So, endlich die blöde Drecksau da oben weggekriegt. Komm, nimm doch mal. Ach. Oh, wie mich das alles nervt. Scheiße. Gehen die Schienen richtig? Ich glaube ja, oder? Ja, das sieht richtig aus. Wir müssen nämlich, Freunde, den Eingang freiräumen. Wir müssen die Tür einbrechen. Wir müssen diesen Güterwaggon in Bewegung setzen. Und das tun wir, indem wir die Bremsbacken einfach wegmachen. Ich muss gar nicht drauf schießen. Gute Fahrt. Hier brennbar, ne? Und so. Wollte ich nur so angemerkt haben. Können auch mal drauf schießen, bringt aber nichts. Sondern mit einem großen Krachbumm Feuerwerk und ganzen 7 Lebenspunkten geht es zum Endkampf. Krabums! Oh. Okay. Ja, war jetzt eine Zitterpartie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Muss ich jetzt doch noch drauf schießen? Wie war denn das? Ach gut, okay, das geht alles automatisch. Ach ja. Das hat nicht geklappt. Ich erinnere mich. Benzin, Freunde, Benzin. Ich weiß nicht, was du versuchst, du Penner. Mein Bruder wird dich zusammen mit der ganzen Familie umlegen. Gib auf, du bist tot. Du kommst hier nicht rein, du Idiot. Komme ich sehr wohl, mein Freund. Du bist zu klein für mich. Hey, hörst du mich? Wir sehen uns gleich. Gib mal Feuer, Tommy. Flamm. Und damit auf zum letzten Gefecht. Gegen Sergio Morello. Leben wäre so schön. Bräuchte echt mal welches. Aber ich glaube, hier gab es jetzt einen Speicherpunkt. Ich will mal kurz gucken. Sergio, ja, es gab tatsächlich einen. Immerhin. Keine Ahnung, was das wert ist. Hey, wir haben noch einen Lebenspunkt. Wir sind tot. Okay, ist nicht viel wert. Wir müssen irgendwas finden, um unser Leben aufzubessern. Ja gut, das kennen wir ja schon. Erledige Sergio Morello, geht klar. Aber erstmal werde ich mich um Leben kümmern. Ich weiß nur nicht wo. Das hier hinten haben wir jetzt geholt. Ich will mir bloß mal den Wagen ausleihen, der hier um die Ecke steht.
Unseren will ich nicht mehr nehmen, denn der ist irgendwie schon ein bisschen angegriffen, glaube ich. Aber ich werde mir den nehmen, denn ich bin mir irgendwie sicher, dass irgendwo noch ein bisschen Heilung ist. Das kann nicht alles sein. Da muss irgendwo noch ein Medipack sein in einem von den Häusern. Oh, ist die Karre geil. Oh, ist die Karre geil. Die ist schön wendig und klein. Knuffig. So, dann gucken wir mal. Es könnte hier sein. Ich glaube, dieses Haus. Das ist schlau, so gegen die Wand zu fahren, wenn man nur noch 7 Lebenspunkte hat. So, wir gucken uns mal um. Ha! Gut. Sachlage geklärt, wir können loslegen. Ich wusste, da war noch irgendwo was. So, mit 57 Lebenspunkten würde ich sagen, sieht das schon ein bisschen besser aus. Und ich finde es sehr, sehr angenehm, dass wir uns die Lebenspunkte nicht erkämpfen müssen. Sondern, dass sie hier einfach so abholbereit rumliegen. Noch geiler wäre es natürlich gewesen, wenn ich das festgestellt hätte, bevor wir hier die Tür aufgemacht haben. Dann hätte es nämlich gleich mit den Lebenspunkten gespeichert. Aber gut, Hauptsache wir haben sie erstmal. Susel. Haben wir den. Ach ja, so, jetzt kommen wir ins Innengefecht. Hier ist wirklich wahrscheinlich langsam die Pumpgun besser. Bin mir aber nicht sicher. Weil bei der Pumpgun immer das Problem ist, dass die Feuerrate extrem niedrig ist. What? What? Was? Du Drecksack. Wieso habe ich noch 42 Lebenspunkte, wenn der Typ mich gerade umgerotzt hat? Alter. Das war taktisch nicht sehr raffiniert. Aber ich würde sagen, das ist mir gerade egal. Deswegen meine ich, ist die Schrotflinte nicht so gut, weil mit der hätte ich jetzt nicht einfach panisch um die Ecke rennen und wild drauf losballern können. Das geht nur mit so einer Waffe. So. Huhuhuhu. Ich habe immer Angst davor, dass die jetzt einfach kamikaze-mäßig angestürzt kommen, weil das einerseits für die natürlich ein schnelles Ableben bedeutet, andererseits können die mir damit unglaublich viel Leben abziehen, weil ich dann mit einem Schlag mehrere gegen mich habe. Hey, das war er, das war er, ich hab's geschafft, das war der Richtige. Yay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ganz schnell weg von hier, Freunde. Ganz schnell weg. Komm. Spring an. Ach, sehr gut. Der hat sich so offen dorthin gestellt. Das ist ja auch ein Troll. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Sergio Morello vernichtet, besiegt, getötet, geschlagen, liquidiert. Sein Leben ausgehaucht hat er. Wo müssen wir lang? Ja, hier. Luko, das Beste sein. Nicht, dass ich jetzt noch platt gemacht werde. Das wäre sehr peinlich. Fahr. Fahr. Klingt geil, die Kiste. Ja. Lass mich mal. Lass mich mal. Ich fahre dann mal hier lang, ne? Oh, hier ist ja noch einer. Egal. Schnell weg. Schnell weg. Oh, wir können auch bei Lucas Bertone vorbeischauen. Das würde ich sehr gerne in Anspruch nehmen. Denn jetzt könnte es langsam die Edelkarosse geben. Da gibt es nämlich eine richtig hübsche Karosse, die wir da erwerben können. Und ich glaube, die wäre jetzt langsam dran. Hier, gib mal her.
Ich steig da mal ein, ja. Sehr gut. So, dann wechseln wir mal auf die Schrotflinte und werfen die weg. Werfen die weg. Werfen die weg. Moment. Ich steig noch mal aus. Und werfe die weg. Du sollst nicht die Thompson wegwerfen. Ja, die sollst du wegwerfen, genau. Dann wechselst du auf irgendeine kleine Waffe und steckst die weg. Wunderbar. Denn wir können ja bloß eine große Waffe wegstecken. So, jetzt fahren wir ganz gediegen nach drüben und lassen uns Zeit. Denn der verdammte Glückspilz hat endlich sein Ableben gefunden. Ach ja, die Welt ist so schön. Und wir fahren falsch. Quietsch. Wir haben es geschafft, Freunde. Das war eine der unschöneren Missionen in diesem Spiel. Und unschön ist auch, dass es gerade zu hacken anfängt. Nun, Freunde, wie soll ich sagen? Es hat ja, hat's gerade gespeichert. Ich muss mal kurz... Ja, lass mich mal hier Pause machen. Ich schaff's nicht mal ins Pausemenü. Hallo? Hallo? Pause? Hallo? Spiel reagiert wieder wunderbar. Ich glaube, das ist mal wieder gerade der Get-No-Point erreicht. Hallo? Mach doch mal Pause. Also gut, ich glaube, es hat eh gerade gespeichert. Wenn nicht, habe ich Pech. Jedenfalls beende ich an dieser Stelle mal die Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir bei Lukas Bertone vorbeischauen und schauen, was der für uns hat. Und dann die nächste Mission antreten. Bis dahin. Tschö mit euch. Winke, winke.